So, schönen guten Morgen. Hier ist das Programm gegen Langeweile. Hier ist Henry Pogen. Brigitte Peterreis in Studio K. Guten Tag. Hansa-Welle. Ohrsinnig gut. Bremer Vormittag auf der Hansa-Welle. Antisch 3 bedient Sie Christian Günther. Guten Morgen. Und hier ist der Nachmittag auf der Hansa-Welle mit Dirk Böhling. Guten Tag. Das weltberühmte Spiel auf der Hansa-Welle. Bremen 36-70. Hansa-Welle, der Sport. Und jetzt kommt gleich die Rundschau mit Werner Knabbe. Und das finden wir ohrsinnig gut. Und wir fahren in die Bremer Rundschau auf der Hansa-Welle. Im Studio begrüßt Sie Werner Knobbe. 18:20 mit Achim Kinzel. Moin, moin. Wenn ich nachts nach Hause fahre, höre ich den Musikboulevard. Hansa-Welle. Ohrsinnig gut. Hansa-Welle. Das Wetter bis morgen Abend meist sonnig, nur in großer Höhe einige dünne Wolken. Temperaturen 19 bis 22 Grad, im Seewind nur 16 Grad. In der kommenden Nacht gering bewölkt, 8 Grad und schwacher Wind. Die Aussichten fürs Wochenende, Sonnabend zeitweise wolkig und nur noch 18 Grad, am Sonntag unbeständig. Die Hansa-Welle, der Verkehrsfunk, A1 Bremen Richtung Hamburg zwischen Bokel und Sittensen. 2 Kilometer Stau vor einer Baustelle. Sie hören die Bremer Rundschau, heute mit Harald Gerd Brandt. Hansa-Welle, das Wetter. Das Regionalwetter. Und das Deutschlandwetter. Das Europawetter. Er läuft an, dreht sich um, läuft an und die Entscheidung. Die Fußball-Bundesliga. Und im Studio ist Henry Vogt, wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.